Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands. Lang, lang ist's her, jetzt geht's weiter mit Vanva, Enno und Ihr Leid ist unsere Freude. Genau, ihr Leid unser Freud. Und wir haben beim letzten Mal, glaube ich, die Rainbow Six Siege Mission gemacht. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ja verpackt und jetzt hat's funktioniert. Wir haben es gerade eben schnell gemacht. Und jetzt seht ihr, wie es weitergeht. Ja, wir bringen jetzt Kavera und ihren Bruder mal zu Baumen rein. Danke für die Hilfe. Ich hatte schon Angst, sie verirren sich draußen im Freien. Hey, sie kann einen Kompass lesen. Und die Sache bleibt unter uns. Es muss niemand wissen, dass eine von uns eine Extratour geritten hat. Tut mir leid. Ich wollte keinen Ärger machen. Aber jetzt bist du hier. Verlang nicht von mir, zwischen Pflicht und Familie zu wählen. Nach diesem freudigen Wiedersehen würde ich mich gern mit Dengoso unterhalten. Er ist Bundespolizist. Er muss nicht mit Ihnen reden. Ihre Schwester kämpft für Sie. Spricht sie auch für Sie? Was haben Sie über El Sueño? Wissen Sie, wo er ist? Disculpeme, Sie sind nicht mein Boss. Wir haben ihn gerade erst den Arsch gerettet. Meine Antwort bleibt die gleiche. Wäre doch schade, wenn ein netter Kerl wie Sie in ein dunkles Verlies entführt würde, um Ihnen Antworten aus der Nase zu ziehen, die Sie auch hier geben können. Bedrohen Sie meinen Bruder? Ich äußere nur Besorgnis. Unter Freunden. Wenn mir meine Vorgesetzten gestatten, mein Wissen mit Ihnen zu teilen, werde ich Sie kontaktieren. Bis das alle Instanzen durchlaufen hat, ist die Info wertlos. Ja, der gute Wille zählt. Zählt wofür? Lasst uns verschwinden. Ich glaube, wir sind nicht länger willkommen. Sorry, wenn wir keine guten Gäste sind. Dieser Tage haben wir alle möglichen Besucher. Das mit dem Entführen war nicht Ihr Ernst, oder? War es nicht. Und seid vorsichtig, Ladies. Au revoir. Gott verdammt. Also sorry Leute, aber wir retten den Kerl in Arsch, in seinen Arsch. Wollen und er dankt es uns mit Schweigen. Mich verarschen? Lass mich doch mal da rein. Ist das? Nee, die sind doch auch Ich glaube, das ist ein Ubisoft-Entwickler, der Typ. Reaper? Hm? Bei mir steht die eine noch hier. Ja, ich glaube, die... Gerade. Tötet sie! Hey, nicht mich! Granate fliegt. Kein Wunder, dass wir die Franzosen damals erobert haben. Demnächst fahren wir wieder auf Kett nach Frankreich. Guck mal, sie hat schon Angst, die Alte. Granate kommt. So, wenigstens zerstören wir ihr Auto. Das sind natürlich ihre Reflexe. Keine Angst. Also schön. Das war zwar ein Muttersöhnchen, aber er hatte schöne Augen. Haben wir noch ein funktionierendes Auto? Ja, aber nicht das Bus. Ne? Warte, der Bus. Okay, nicht mehr der Bus. Obwohl, hat es eben erledigt. Oh, hier steht ein Neuwagen. Naja, da hätten wir eben auch den Bus nehmen können. Das steht nur jetzt eben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das kein wirklicher Neuwagen ist. Doch. Abwurf. Hat gerade mal 10.000 Kilometer drauf. Ich könnte den Abwurf starten. Pickup oder gepanzerten SUV. Mann, wir hatten ein Auto gefunden. Willst du vielleicht Enno mitnehmen? Oh. Niemand wird zurückgelassen. Wo ist denn jetzt das Fahrzeug? Ich hab gerade das Neben dir. Unten. Echt? Yep, ihr seid gerade dran vorbei. Stopp! So, Enno, wir fahren los, ne? Ja. Negativ waren wir. Wenn du das machst, dann hast du bald sofort ziemliche Nackenschmerzen. Und eine Klinge im Halswirbel stecken.
Was ist unser Ziel? Gut. Ich würde sagen, wir machen. Wobei ist das auch. Also, wir haben noch. Finden Sie die chemischen Grundstoffe oder wir kümmern uns um Markus Jensens Assistent? Hat der nicht Minecraft programmiert? Nein. Klingt mir eher wie der Bruder von einem Ressorthersteller aus Dänemark. Ist ein Insider. Ich denke, sind wir denn am nächsten dran? Ich glaube, wir sollten eher nach Libertad fahren. Ja. Laut meinem PDA rechts. Sind wir da näher dran als bei einem anderen. Rechts waren wir? Mhm. Mhm. Wo waren wir? Geht's doch immer nur rechts. Rechts rum. Mhm. Wobei, was ich letztens in der WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, ja. Dreimal rechts ist auch links. Okay, wir sollen ihn. Würdest du bitte aufhören, Zivilisten arm zu murksen? Wir sind keine Zivilisten. Das sind alles Feinde. Konidat voraus. Wir sollen den Typen übrigens gefangen nehmen. Nicht erschießen. Wir wollen ihn noch verhören. Stopp. Ich würde jetzt nicht aussteigen. Du hast soeben die gesamte Stromversorgung ausgekappt. Oh Gott, die schon wieder. Schnell, bevor sie Eier legen. Gerade lieber der sorgt, nicht aussteigen, steigt aus und stürzt. Ja, sie haben uns entdeckt. Ja, aber du hättest nicht aussteigen müssen. Wann war? Ja, ich muss nämlich auch noch raus. Wir haben einen Helikopter. Enno, kannst du den Helikopter wegmachen? Ach, muss ich kurz die Ausrüstung ändern. Und wann war kannst du... Ach so, dem Scharfschützen geht's nicht so gut, ne? Ja, genau. Moment. Ich kann versuchen, den Helikopter zu erledigen. Achtung, da kommen gleich welche um die Ecke. Ja. Der Helikopter haut ab. Mhm. Oh, shit. Wann war liegt? Kannst du mir Deckung geben? Shit. Ja. Oh Mann. Und eine Haselnuss. Wie ein Eichhörnchen. Das ist der Wintervorrat, den er ansetzt. Solange er sie nicht auch vergräbt. Die kommen alle unter das Kopfkissen und werden im Frühling wieder ausgegraben. Ja. Passt auf, jetzt starten wir da, wo wir den Typen gerade rausgeholt haben. Nicht dann laufe ich Amok. Nee, wir sind da. Ah, Libertad. Ist alles gut. Ach ja, ist das schön. Oh, wir haben noch Informationslager hier. Da können wir uns drum kümmern. Auf dem Weg dahin? Jo. Okay. Da wo du bist, wann wir, können wir abbiegen, genau. Einfach die Stadt erkunden? Oder sind hier Feinde? Hier müssten Feinde sein. Oh. Schau dir die Gebäude an hier. Ja, Packstein. Ja, genau. Ihr könnt doch nichts Besseres bauen. So, wir biegen hier jetzt nach links ab und folgen erstmal dieser Straße eine ganze Weile. Was hat die denn für einen Hut? Möchtest du auch so einen Hut? Interessante Kopfbedeckung. Gut, dass wir sowas nicht tragen. Und nochmal zwei Blocks. Zwei, sagst du? Nein. Jo. Und zwei. So, ich guck nochmal auf die Karte. Einen noch. Da vorne bei dem grünen Haus biegen wir nach rechts.
Hier, wo der Basketballplatz ist, oder? Ist das ein Basketball? Nee. Nicht? Also hier ist ein Basketballplatz. Auf jeden Fall das Gebäude, was da unten grün ist und oben weiß, ach da so. Müsste okay. Informationsdings drin sein. Okay, ich hatte das andere auf der rechten Seite gesehen. Hier müsste auch eine Akte für dich sein, Wanwa. Okay. Ist gut. Wenn du die noch nicht hast. Ich glaube nicht. Ich habe einen Laptop gefunden. Hier ist die Position eines Kartellsenders. Legen wir ihn lahm. Ich weiß, wo ein vom Kartell lahmgelegter Rebellensender steht. Machen wir ihn flott. Hast du deine Akte, Wanda? Nee, noch nicht. Aber es kann ja nicht so schwer zu finden sein, glaube ich. Laptop, Papiere. Das ist doch wieder eine Bank hier, oder? Ja. Hätte ich jetzt so gesagt, ja. Das ist wieder so eine, die bargeldlos arbeitet. Also, das war knapp. Hier. Hä? Was ist hier? Wenn du reinkommst und dann nach rechts. Ach da, ah ja, okay. Danke. Okay. Dann gehen wir hier raus und schräg gegenüber, da wo dieses hübsche Gemälde an der roten Wand ist, da gehen wir zwischendurch. Oh, ich glaube, das ist die Fabrik von Zwillingbesteck. So, und hier zwei Blocks von uns entfernt ist unser Ziel. Da müsste der Hexenmarkt sein. Ja, so wie die Häuser hier aussehen, kann ich mir das vorstellen. Der Typ scheint von solchen magischen Zutaten und so irgendwie beeindruckt zu sein. Oh, hier ist schon was. Jetzt auf dem Hexenmarkt. El Mercado de las Brujas. Sind das Babylamas? Hier kaufen die einheimischen Glücksbringer Liebestränke und sogar Flüche gegen ihre Feinde. Ohne Scheiß. Augen auf. Wenn die Info stimmt, muss Jensen hier irgendwo sein. Was sucht ein Typ wie Jensen an einem solchen Ort? Egal was, es ist nichts Gutes. Vertrau mir. Das... Wenn ihr irgendwo Kinderleichen seht, die hier als Figuren ausgestellt sind, würde ich mich nicht wundern. Wo soll er denn sein? In irgendeinem Haus oder was? Der müsste hier in der Nähe sein. Können wir hier beim Park gucken? Bin ich schon? Ja, ich gehe auch mal durch den Park. Ich glaube, wir sollten den Leuten hier mal Demokratie bringen. Also das ist ja nicht mehr normal. Hier im Park ist keiner. Ich guck mir aber hier die Geschäfte an. Vielleicht ist der da drin. Hat Bowman uns ein Bild beigefügt, wie der Typ aussieht? Keine Ahnung, glaube nicht, wo ihr auch nur eine Beschreibung. Aber es ist ein Mann, oder? Ja, ich glaube ja. Ich sehe Jensen, schnapp den lebend. Hä? Ja, da ist. Wo ist da? Ich kann leider nicht markieren. Wenn ihr durch den Park, von da wo wir gekommen sind, durch den Park und dann hinten rechts. Da die Straße. Ach, an dieser Statue vorbei. Genau. Da wo Enno ist und Vorsicht Enno, der ist da quasi. Ich jetzt. Seh. Hinter der Mauer war so Kittel. Ich habe doch gerade was gehört. Genau. Moment, ich komme gleich zu euch. Dann warten wir bereits weiter. Ich tue nur so, als müsste ich hier einkaufen. Wir sollen ihn verhören. Dann würde er nicht weg. Ich muss ja meine Spanischkenntnisse mal wieder auf Vordermann bringen. Ey, Dudda! Ey, Dudda! Aufhören! Ich bin Wissenschaftler! Hände hoch! Ich will die Hände sehen, sofort! Scheiß Faschisten, Sie haben kein Recht! Ich bin Amerikaner! Bleib, wo du bist und Hände über den Kopf. Ich will mich nicht wiederholen. Ja? Oder was? Hey, steck das Ding weg! Was zum... Scheiße, Jensen entwischt uns. Achtung! Das war der Biss.
Ist er tot? Ja, das wurde gesagt. Ja, das Auto ist neben ihm explodiert. Ich glaube, er ist tot. Oh. Ja, es gibt schlimmere Missionen, als die nochmal zu machen. Das hat mich... Da war ich nicht drauf vorbereitet. Oh, ich muss eine Nuss essen. Naja, aber wieso ist da gerade das Kartell gekommen? Das war doch verdammter Zufall. Nee, das war, glaube ich, Absicht. Also er sollte sich mit jemandem treffen und wir haben ihn halt vorher erreicht. Aber dann wissen wir ja, mit wem er sich getroffen hat. Mit netten Menschen, die ihn töten wollen. Ach ja, dann wollen wir mal wieder einsammeln gehen. Täglich grüßt das Bodentier. Alle ins Rote. Sorry, Kumpel, aber ich brauche dein Auto. Raus. Anschnallen, Leute. 2 Liter, 16 Zylinder. Kennen wir das, ne? Japanische Musik läuft bei so einem Motor. Irgendwo rechts, ne? Ja. Ist eigentlich egal, wo rechts, jetzt links. Der Straße lange folgen. Also relativ. Und rechts. Die haben schon schöne Lackierung an den Häusern. Ach, und da hinten. Links. Genau, jetzt wieder rechts. Geradeaus. Und ich glaube dann am Markt vorbei, ne? Da kann ich doch abbiegen, oder? Ja. Jetzt auf dem Hexenmarkt. El Mercado de las Brujas. Genau, und jetzt nach links und dann haben wir es. Wir können das Auto ja so parken, dass es im Weg steht. Stimmt. Wenn die Info stimmt, muss Jensen hier irgendwo sein. Ich komm vorher raus. Du bist vorbei, warst du vorbei. Das hat mir keiner gesagt. Ich dachte, du siehst ihn. Ich war nicht. Hat er uns gewunken? Ich glaube ja. So. Alte Freunde. Ich glaube, so muss ich parken. Ich will die Hände sehen, so soll ich die Straße vermieden? Das könnte gefährlich sein, glaube ich. Oder? Naja, der Typ. Okay, doch, der rennt da lang, das ist doof. Aber ich glaube, ich sehe das Fahrzeug von den Kartellleuten da hinten. Wir sollen ihn ergreifen. Hey! Ab ins Auto. Nochmal sowas und ich schieß dir eine Kugel durch beide Beine. Ja, den roten. Kannst du einen Kofferraum? Perfekt. Leute, jetzt wird's ja ganz schön scharf. Verdammte Scheiße! Motorladen. Fahrt! Ja, fahrt. Wir kümmern uns um den Rest hier. Okay. Wir, ich halt mal am westlichen Ende der Stadt. Ja, das ist eine gute Idee. Granate. Sind wir unterwegs? Fahr ein bisschen nach links weiter. Oh Gott. Soll ich links? Achso. Ich hätte jetzt hier gewartet, beim Krankenhaus oder so. Habt ihr noch Action da? Ja. Wir sind aber gerade auf dem Weg zurück. Werden wir noch verfolgt, Bandor? Nein. Aber hier schweben die Radios. Okay. Siehst du das, Navo? Enno muss ein bisschen weiter Richtung Norden. Und Reaper nur noch nach Westen. Was, nach Norden? Okay. Nordwesten musst du. Okay, bin unterwegs. Overwatch, kannst du mir diese... dieses Ereignis bestätigen. Was? Das vom links vom Wagen. Ja, genau. Das kann ich dir bestätigen. So, Enno jetzt nur noch nach Norden. Ah, Reaper, du bist vorbeigelaufen. Genau, Reaper ist an uns vorbei. Wir sind zwischen den Häusern links. Ach da. Okay. Genau. Sehr schön. Was ist das für ein komisches Radio? Ja, ich bin mir da auch nicht so sicher. Okay, alle bereit? Ja. Dann fahren wir auf eine Straße, wann wir. Und am besten hinter uns. Genau, jetzt nach rechts. So ein Schwachsinn. Sie können niemanden festnehmen, weil er auf einen Scheißmarkt geht. Es reicht, Jensen. Wir wissen alles über Sie und das Kartell. Eins ist mir nicht klar. Sie sind doch rechts. Wissenschaftler. Also was in aller Welt machen Sie auf einem Hexenmarkt? Für Kokain braucht man nicht nur Lösungen und Reagenzien. Ich mach's jedenfalls anders.
Ich hole Pulver von den Bruchos, die den Prozess verlängern. Von der Richtung her gerade. Das Resultat verbessern. Okay. Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und gar nichts. Das ist ein Firmengeheimnis. Ja, wenn ihr mein Rezept rechts. Wollt, müsst ihr bezahlen. Klar? Nochmal nach rechts. Ich finde es mal wieder schön, dass nach es auch ein Soft-Verdeck hat. Aber da kommt mein Kopf durch. Ach, sieht jeder diesen Konvoi? Ja. Okay. Und ich ignoriere ihn. Kont. Okay. Oh, ich habe einen Red Bull in meiner Dose, in meiner Tasche gefunden. Cool. Links. Moment, hier ist gerade starker Verkehr. Schäm dich. Reaper lädt erstmal nach. Scheiße, ist so heiß, das Geräusch. Das ist ja schön, wenn ich lenke wie. Eine Dose. Ich weiß ja nicht, was ihr für ein komisches Geräusch habt. Ja, genau das meine ich. Du musst einmal nachladen. Achso, das war so. Ja, okay. Aber das ist Red Bull Energy, ne? Ich muss ja wach bleiben hier. Wieder rechts. Ich habe gehört, da gibt es noch andere Mittel. Die kann der Medic uns gleich geben. Nee, ich verzichte. Ich möchte nicht wissen, an was der kommt, wenn er sich schon immer wieder den Sprengstoff krallen kann. Ja, okay, ist auch irgendwie recht. Ich arbeite eigentlich, bin ich ja ein Doppelagent und ich arbeite hier mit den Leuten zusammen, die hier so im Land tötet sind. Tötet ihn, schnell, schmeißt ihn aus dem Auto, schnell, tötet was ihn. Was bringt nichts, der überlebt doch. Solange er uns nach rechts, also jetzt hinter uns, solange er uns zusammenfliegt, ist mir egal, was er macht. Mehr oder weniger mache ich das. Ja. Ich schneide ihm einfach einen Sprengstoffgürtel auf den links. Rücken und dann passt das schon. Ja, dann tötet er den, wenn wir noch nie sind? Nee, danke. Nein. Nehmen das Ding auf den Rücken und dann schmeißen wir ihn ins Wasser. Hä? Hier? Jupp. Das ist unser Haus. Müsstest du auch eigentlich schon an den bunten Bimbus erkennen. Aufhören! Ich bin Wissenschaftler! Du bist gleich tot. Ich muss nur abdrücken. Sie können mir gar nichts, verstehen Sie? Sie haben hier keine gültige Rechtsgewalt und selbst wenn es so wäre, ich bin hier als US-Bürger mit gültigem Arbeitsvisum. Sie begünstigen die Herstellung einer illegalen Substanz. Eine illegale Substanz, die von Mördern und Vergewaltigern verkauft wird. Nicht mein Problem. Ich halte niemandem eine Waffe an den Kopf. Ich zwinge niemanden, Drogen zu nehmen. Das entscheidet jeder selbst. Das macht die persönliche Freiheit doch aus. Wie Sie meinen. Schießen Sie dem Wichser in den Kopf. Halt! Was soll das? Sie haben recht, Markus. Wir haben hier keine Polizeigewalt. Also nehme ich mir meine persönliche Freiheit und bitte meinen Kollegen, Ihnen das verfickte Hirn wegzupusten. Halt! Wollen Sie was sagen? Hey, hören Sie! Können wir uns nicht irgendwie einig werden? Aber sicher. Sagen Sie mir, was ich wissen will und wir jagen Ihnen keine Kugel in den Schädel. Fuck! Okay, schön. Ich sag Ihnen, was Sie wissen wollen. Na also, geht doch. Nett. Ja. Immer erst auf cool machen und dann doch nicht die Eier haben. Also ich weiß ja nicht, aber was für eine komische Spielzeugpistole drückt mit Bowman da in die Hand, um denen den Hirn wegzupusten. Ich hab eine Diegel am Bein. Ja, und du kriegst eine kleine USP oder so. Aber Bowman will was. Was denn? Dass La Gringa und El Chacho den Reinheitsgrad ihres Kokains verringern mussten, hat die Preise fallen lassen und dem Ruf des Kartells geschadet. So ein Jammer. Was heißt das für uns? Wir haben La Gringa, aber Suenio braucht einen Sündenbock. Giorgio ist Gefangener des Kartells in seinem eigenen Haus und regelt von dort die Produktion. Schaffen Sie El Giorgio zu einem Treffpunkt, erwarten Sie starke Gegenwehr. Die Wachen haben den Befehl, Giorgio zu töten, wenn er fliehen will. Verstanden. Schlimme Gegenwehr hört sich interessant an. Und Reaper, die haben dir deshalb eine Pistole in die Hand gedrückt, weil deine Diegel ist doch registriert beim Militär. Wir haben eine unregistrierte Waffe aus dem Inland hier genommen. Also ich weiß nicht, ich glaube, die Waffe hier ist nicht registriert. Die ist doch von diesem Typen Lovena oder wie der Kerl heißt. Na trotzdem.
Ich war doch vorsichtig. Die Knarre abgenommen, ist doch egal, fällt dann auf ihn, ist mir doch wurscht. Ich war trotzdem vorsichtig. Aber okay. Wenn ihr auf eure Daten guckt, seht ihr dann so nordöstlich von uns auf dem Flughafen noch eine Mission? Oh ja, das stimmt. Okay. Dann ist das unser nächstes Ziel. Und ein Flugzeug mit Medikamenten. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht mehr heute unser Ziel ist. Meinst du, wir sollen vorher uns einmal zur Ruhe setzen? Ich glaube auch, wir sollten vorher eine Einsatzbesprechung machen, ja. Okay. Dann machen wir eine Pause, nachdem Reaper jetzt sein Energy hat. Toll, weißt du, jetzt bin ich so voll aufgedreht hier und will loslegen und ping, 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 ping. Und dann. Naja, gut. Alles klar. So, das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ganz genau. Und ja, und schaut bei den anderen vorbei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.